Ich stehe jetzt hier mit Ralf Dümmel, Unternehmer und Investor, bekannt aus der Höhle der Löwen, der wunderbaren Vox-Sendung. Und Herr Dümmel, erstmal frohes neues Jahr. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Sie werden ja auch der König der Löwen genannt, weil Sie am allermeisten investieren von allen. Haben Sie einfach nur das beste Näschen oder sind Sie so risikobereit? Ach, ich glaube, dass es erstmal auch daran liegt, was zu einem passt. Und ich glaube, was Produkte angeht, passt halt recht gut zu mir und zu meiner Firma DS-Produkte. Und mit dem Team sind wir halt in der Lage, viele Projekte abzuwickeln. Und ich glaube nicht, dass man denn besser ist, wenn man mehr macht, sondern da macht es nicht die Quantität, sondern eher die Qualität der Deals, ne? Haben Sie denn ein Lieblingsprodukt? Ja, da tue ich mich immer sehr schwer, weil man hat seine Gründer lieb gewonnen und man arbeitet eng mit denen zusammen. Ich sage immer, wir verloben uns in der Sendung in kurzer Zeit und heiraten ganz, ganz schnell. Und da hat man irgendwo was aufgebaut zusammen und will einen langen Weg, erfolgreichen Weg zusammen gehen. Insofern wäre es unfair, ein Produkt rauszuziehen und sagen, das ist mein Lieblingsprodukt. Also ich bin in alle 23 Deals verliebt. Ist es denn wirklich so, dass Sie vorher nicht wissen, wer kommt, dass Sie da sitzen und in dem Moment sehen Sie das Produkt zum allerersten Mal? Ja, das glaubt man immer nie, aber es ist wirklich so, dass wir nichts, ich habe auch, als ich unterschrieben habe, damals gedacht, du kriegst eine Bilanz oder du kriegst irgendwo den Produktnamen, kannst den Wettbewerb checken oder so. Nein, gar nichts. Man sieht nichts, man hört vorher nichts. Du gehst da rein, setzt dich da hin, dann geht die Tür auf, dann stehen Gründer vor dir, erzählen dir was und dann musst du relativ schnell entscheiden, ob das was Interessantes ist. Und da lassen Sie Ihren Bauch dann sprechen? Ja, nur der Bauch reicht vielleicht nicht, aber für das menschliche Gefühl ist erstmal der Bauch und das Herz entscheidend, passt das zu uns, passt das zu mir und natürlich sprechen dann auch die Zahlen und alles, was man berücksichtigen muss, wo der Kopf sich dann einschalten sollte, aber das erste Gefühl ist schon das Bauchgefühl. Sie sind ja in der neuen, vierten Staffel wieder dabei, haben die Dreharbeiten schon begonnen? Nein, wir fangen jetzt Ende Januar, wird angefangen zu drehen und ich bin gespannt, was da auf uns zukommt, ich freue mich schon drauf. Wir freuen uns dann natürlich auch drauf, im Herbst, glaube ich, oder Spätsommer geht es dann los mit der Ausstrahlung? Ja, wahrscheinlich wieder irgendwann im August, schätze ich. Also genau wissen tue ich es auch noch nicht. Dann sind wir sehr gespannt, in was Sie alles investieren. Viel Spaß dabei und alles Gute für Sie in diesem Jahr. Vielen Dank, für Sie auch. Danke. Danke.